Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Dark Souls. Ja, wie man sicher gemerkt hat, die letzte Aufnahmesession hat geklappt. Und deswegen hoffe ich, dass diese hier jetzt auch klappt. Und deswegen machen wir einfach gerade weiter. So. Wir haben die Standstadt hinter uns. Wir könnten jetzt natürlich direkt zu Zens Festung gehen. Also da, wo ich gerade war, da drüben. Ja, da hinten sieht man die Festung. Aber dazu fühle ich mich noch, ehrlich gesagt, noch nicht ganz so bereit. Wir haben noch andere Sachen, die wir vorher erledigen wollen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Wir wollen nämlich jetzt erst einmal wieder hier runter. Den Fahrstuhl nehmen. So. Und hier, genau. Aussteigen. Am Feuerband schreien. So, wieder hier runterrollen. Also das ist einfacher als springen, definitiv. Und uns hier mal kurz umgucken. Hier liegt nichts rum, also nehmen wir die Treppe nach oben. Und weiter nach oben. Hier sieht übrigens alles ziemlich kaputt aus. Das hier könnte auch mal eine Art Kirche gewesen sein. Die hatten ziemlich viele Kirchen hier. Oder sogar ein richtiger Tempel. Und hier haben wir ein Nest. Ja. Sieht eigentlich ziemlich schön aus. Unten ist ja sogar ein Altar in dem Wasserloch. Beziehungsweise da, wo ein Wasserloch war. Jetzt ist ja fremd dort. Und da drüben haben wir die große Hülle. Also da unten ist die Schandstadt. Wenn man ein bisschen hinguckt, sieht man sie einigermaßen. So. Wir rollen uns hier in dem Nest zusammen und warten einen Augenblick. Und wir werden abtransportiert. So, und wir sind wieder an einem bekannten Ort, dem Asyl der Untoten. Beziehungsweise dem nördlichen Asyl der Untoten. So. Hier gibt es gleich mal Action für uns. Weil hier haben sich die anderen Untoten befreit. Aber sie stehen lieber hier doof in der Gegend rum, als uns irgendwie zu behelligen. So, rein da. Und weitere Untote. Ja, komm. Stirb. So. Gehen wir erstmal zum Leuchtfeuer hier. Das allererste Leuchtfeuer, was wir gefunden haben. Dort tue ich mal Zauberei einstimmen und die Sturzkontrolle reinmachen. Dazu brauchen wir jetzt auch aus der bodenlosen Kiste einen Zauberstab. Ich glaube, ich habe nur einen einzigen. Gucken wir mal kurz. Nein, wir haben noch den Beschleuniger des Zauberers. Der ist besser. So. Den nehmen wir schon mal mit. Den brauchen wir nämlich nachher. Oh, und ich benutze am besten kurz Menschlichkeit hier. Giftboost brauchen wir hier nicht unbedingt.
Und ich höre hier jemanden rumlaufen. Ah, kümmern wir uns zuerst darum. Denn hier läuft einer rum. Genau, da ist er ja. Den kennen wir ja. Das ist der Ritter, der uns befreit hat. Und leider ist er zur Hülle geworden. Oh. Aber er ist ziemlich plump. So. Tut mir leid, Kumpel. Aber das musste leider sein. So, wir haben den armen Ritter von seinem Leiden jetzt endgültig erlöst, scheinbar. Also, er wird nicht mehr auftauchen. Und er hat uns ein Wappenschild hinterlassen. Wir haben allgemein noch ein paar neue Sachen gefunden. Erst einmal das Astora-Schwert. Gerade Schwert eines unbekannten Ritters, der vermutlich Astoras Elite angehörte. Hochwertige Waffe mit mächtigem Segen. Also ja, das, was wir mit unserem Claymore gemacht haben, hat auch dieses Schwert. Wobei dieses Schwert, naja, nicht so toll ist wie jetzt ein heiliges Claymore. Dann haben wir die beiden Wappenschilde gefunden. Der Schild eines namenlosen Kriegers, vielleicht eines hochrangigen Ritters von Astora. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Wappenschild reduziert Magieschaden beträchtlich. Und das hier ist das Drachenwappenschild. Der Drachenwappenschild reduziert Feuerschaden beträchtlich. Also ja, das sind die beiden Astora-Wappenschilder. So, Menschlichkeit. Ja, haben wir 18 Stück. Das reicht mal für eine Weile. So. So. Und Leuchtfeuer in Fachen. Und Leuchtfeuer in Fachen. Und nochmal Leuchtfeuer entfachen. So, sehr schön. Leuchtfeuer ist entfacht. Und wir können uns hier weiter umgucken. Man merkt, es hat sich einiges geändert im Asyl, seitdem wir weg waren. Die Untoten sind aus ihren Zellen rausgekommen und haben sich schwer bewaffnet. Also, wenn wir uns hier umgucken, die Untoten, die wir am Anfang hier einfach rumpeln gesehen haben, sind nicht mehr da, die Höhlen. Dafür wartet eine andere Überraschung auf uns in unserer alten Zelle. Also erstmal haben wir hier hinten immer noch den großen Prügelknaben. Und zum anderen, wie man sehen kann, wartet hier ein schwarzer Ritter auf uns, der scheinbar nur die Aufgabe hat, uns zu töten. Auch, und damit das vielleicht sogar noch hinkriegt, wenn wir nicht aufpassen. Genau. Wow. Ja, komm, schlag zu. Wow. Ja, auf engem Raum können die Ritter ziemlich unfair sein. Genau. Dich zu und ich hau dich. So. Und weg mit dir. So, der hatte einen roten Brocken dabei. Rote Brocken. Ja, wir hatten blaue Brocken, verstärkt Zauberwaffe. Titanitbrocken zur Waffenverstärkung. Blauen Titanit wurden mächtige Zauberenergie inne. Rotem Titanit wurde mächtige Feuerenergie inne und weißem Titanit wurde mächtige Wunderenergie inne. Ja, also die farblichen Titanite jetzt. Also grau ist ganz normal Standard. Das ist das eigentlich mächtigste Titanit. Auch wenn es wahrscheinlich keiner der anderen Schmiede hören möchte. Aber mit grauem Titanit können wir die Waffen am mächtigsten machen.
könnten sogar Blitzwaffen und Kristallwaffen aus unseren Waffen machen, wenn wir den richtigen Schmied gefunden haben. Rotes Titanit ist für Feuer und blaues Titanit für Magie und weiß ist eben für göttliche und okkulte Waffen. Wenn wir natürlich die richtigen Gluten dafür gefunden haben. Also alles noch nicht so wichtig. Das grüne Titanit ist sozusagen der billige Allrounder, wenn ich es so ausdrücken darf. So. Wir wollen erstmal wieder hier lang. Denn ich möchte den ganz normalen Weg nehmen. Und bevor ich das mache, übrigens, wir haben ja gerade noch was in unserer Zelle gefunden. Ich schweife ab wegen den Titaniten. Und zwar haben wir unter Schlüssel eine merkwürdige Puppe gefunden. Merkwürdige Puppe mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Ja, was diese Puppe für eine Bedeutung hat, werden wir später noch erfahren, wenn wir denn mal an diesem Ort ankommen. So, hier ist noch ein Leuchtfeuer, das wir allerdings nicht brauchen, weil das andere gleich um die Ecke ist. Sondern wir kümmern uns um den seltsamen Ritter hier vorne, der auf den ersten Blick aussieht wie ein weißer Ritter. Aber wenn er näher rankommt, sieht man, es ist ein schwarzer. So, den können wir genauso bekämpfen wie seinen Kumpel. So, wenn er zusticht, schlagen wir ihn danach. So. Die Schildschläge der schwarzen Ritter sind übrigens ziemlich lausig. Au, ihr Zustechen hingegen nicht. Das war wiederum nicht so gut. Na komm. So. Und Schwarzritter Großschwert, wieder eins. So, ich heile mich mal kurz. So gesehen hat sich nicht viel am Asyl der Untoten geändert. Es ist alles noch immer ziemlich kaputt eingestürzt. Und keiner schert sich drum. Also ja, als ob wirklich die ganze Welt uns hier oben vergessen hat. Hier im Norden. Ich frage mich eh, wer da die ganzen Untoten hierher gebracht hat. So, wir sind wieder an der Stelle, wo unser Ritterfreund war. Und wenn man genau hinsieht, merkt man, dass die Kugel in der Ecke fehlt. Ja, selbst die haben die Hüllen wieder hochgeholt. So, bon. Genau, diese Kugel. Manchmal ist es schon passiert, dass sie zweimal auf denselben Trick drauf reingefallen sind. So, du stirbst. Wir machen uns wieder auf den Weg hier nach oben, weil wir haben ja einen... Ups. Zuschlagen wollte ich eigentlich nicht. Wir haben ja einen netten Schlüssel gefunden. Hier oben ist irgendwie alles noch beim Alten. Jedenfalls fast. So, weg mit dir. Nur, dass die einiges mehr an Seelen geben als vorher. Vorher haben sie 20 gegeben oder so. Ja, hier war der tolle, mein toller erster Erfolg, nämlich als ich den Sprungangriff gegen den Asyldämon vergeigt habe. Und hier haben wir noch mehr Jungs. So, du weg. Und, du weg. Naja, komm. So, weg. Der da war übrigens neu, der Speerkämpfer. Vorher war nur der Schwertkämpfer hier mit seinem Schild. Und hier brauchten wir den Schlüssel. So, mit dem Schlüssel sacken wir uns hier den verrosteten Eisenring ein. Und dann geht es wieder ab nach unten. Der verrostete Eisenring wird nämlich später wichtig sein. So. Hier können wir ganz normal die Treppe nach unten nehmen. Zurück zu dem Leuchtfeuer. Das werden wir allerdings jetzt nicht antatschen.